Eine weitere Bedingung für die geltende Ma'rifa, für das geltende Wissen, die Kenntnis, dass diese Kenntnis Früchte trägt, also zur Anwendung führt. Hierdurch wird erkenntlich, dass mit dem Begriff Al-Ilm in den Wörtern des Imams hier, des Autors, dass das als ein Synonym für das schariatische Wort Iman verwendet wurde. Der Iman wiederum setzt die Gattung der Taten, was man Jinsul Amal nennt, als eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Iman. Hier führe ich nun einige Textstellen an, aus denen entnommen werden kann, dass die körperlichen Taten und Handlungen zum Iman gehören und nicht eine Voraussetzung für die Vollkommenheit des Imans sind, sondern eine Voraussetzung für die Existenz des Imans und für seine Geltung. Daher muss erwähnt werden, dass die Behauptung der Iman, die Taten seien nur eine Voraussetzung für die Vollkommenheit des Imans, Shartu Kamal, das ist eine Aussage der Murji'a. Und diese Aussage wird von einigen Zeitgenossen, die sich der Salafia und der Ahlus Sunna zuschreiben, ebenfalls angenommen, wie Rabi' al-Madkhali. Nun, Allah Ta'ala sagt, ich nenne jetzt wie gesagt einige Beispiele, in denen wir sehen können, dass die körperlichen Handlungen der Iman sind. Allah Ta'ala sagt, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ. Und es ist nicht Allah, der euren Iman verloren gehen lässt. Wahrlich, Allah ist gegenüber den Menschen mitleidig und barmherzig. Hier wurde das Wort Al-Iman erwähnt. Er lässt euren Iman nicht verloren gehen. Was ist hiermit gemeint? Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anh, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam betete 16 oder 17 Monate Richtung Jerusalem. Er sehnte sich aber danach, dass seine Gebetsrichtung Richtung der Kaaba sei. Sein erstes Gebet Richtung der Kaaba war das Asr-Gebet. Eine Gruppe von Menschen betete das Gebet zusammen mit ihm. Einer der Anwesenden ging dann fort und lief dabei an einer Moschee vorbei, in der sich die darin befindlichen gerade in der Verbeugung befanden. Er sagte, ich bezeuge bei Allah, dass ich mit dem Propheten nach Mekka gebetet habe. Sie alle wandten sich zugleich in Richtung der Kaaba. Einige Männer verstarben aber bereits vor dieser Wende. Sie wurden umgebracht und wir wussten nicht, was wir über sie sagen sollen. Das sagte Al-Bara. Nun, das heißt, sie hatten Befürchtungen wegen ihrer Gebete. Was ist nun mit ihren Gebeten vor dieser Wende? Und daraufhin sandte dann Allah Ta'ala diesen Vers herab, den ich eben zitiert habe. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Und es ist nicht Allah, der euren Iman verloren gehen lässt. Ja. Mit dem Iman ist hier also im Vers das Gebet gemeint. Also Allah lässt eure Gebete nicht verloren gehen. Den Lohn dieser Gebete. Und das Gebet ist eine körperliche Praxis, eine körperliche Handlung. In diesem Vers wurde eine bestimmte rhetorische Figur benutzt, zur Anwendung gebracht, die in der arabischen Stilistik erwähnt wird. Man nennt das in der arabischen Begriffslehre Itlaqul Kull wa Iradatul Juz. Itlaqul Kull wa Iradatul Juz. Das bedeutet in das Deutsche übersetzt so viel, das Ganze steht für einen Teil. Das Ganze steht für einen Teil. Ich gebe euch dafür ein Beispiel, ein demonstratives Beispiel, in dem wir diese rhetorische Figur besser verstehen können. Allah Ta'ala erwähnt im Koran, dass als Nuh alayhi salam sein Volk aufrief in der Surat Nuh, da sagt er, وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. Und sie steckten sich ihre Finger
in die Ohren, als er sie zum Dien aufrief. Das Wort Al-Usbu' im Arabischen ist wie im Deutschen der Finger. Das heißt, der Begriff Finger bezeichnet die Stelle von der Fingerkuppel bis zu dem bis zu der Handfläche. Sie haben sich aber natürlich nicht den ganzen Finger in das Ohr geschoben, sondern nur die Fingerkuppel. Hier wurde genau das Gegenteil getan von dem, was wir hier in dem Vers haben. Hier wurde das Ganze benutzt, der Finger, für einen Teil, nämlich die Fingerkuppel. Das ist nicht das Gegenteil, das ist genau dasselbe. Also hier wurde auch in diesem Vers das Ganze für einen Teil benutzt. Das Ganze steht für einen Teil. Der Finger steht hier für die Fingerkuppel. So, bei dem Vers, den wir eben genannt haben, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, hier handelt es auch um einen Begriff, der nach dem Ganzen benannt ist. Der Iman. Also bei dieser Regel oder der rhetorischen Figur handelt es um einen Begriff, der nach dem Ganzen benannt ist, obgleich eigentlich nur ein Teil desselben bezweckt wird. In diesem Vers wurde das Gebet als Iman bezeichnet, obwohl uns bekannt ist, dass das Gebet nicht die Gesamtheit des Imans darstellt. Der Iman beinhaltet sämtliche körperlichen, verbalen und seelischen Handlungen, oder ja, ich nenne es mal seelischen Handlungen, Dinge, die mit dem Herzen verwirklicht werden, wie die Liebe, die Furcht, die Ehrung, die Ehrerweisung, das Hoffen, die Hoffnung in Allah und derartige Dinge halt. Der Iman steht für all diese Dinge. Aber hier wurde das Wort Iman benutzt für einen Teil des Imans. Das Gebet wurde hier nämlich bezweckt. Also wurde das Ganze genannt, wobei man nur einen Teil davon bezweckt hat, nämlich das Gebet. Daraus erfahren wir unter anderem, dass die körperlichen Handlungen, besonders das Gebet, eine Säule des Imans darstellt. Ein weiterer Vers, in dem dieses Phänomen festgehalten wird, dort sagt Allah Ta'ala, وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Und sie sagen, wir glauben, also vom Begriff Iman, آمَنَّا. Wir haben Iman. Wir glauben an Allah und an den Gesandten. Und wir gehorchen. Hierauf aber wenden sich einige von ihnen ab. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. Was heißt es, sie wenden sich ab? Yani, sie handeln nicht demgemäß. Sie verwandeln diese Behauptung nicht in Realitäten. Hierauf aber wenden sich einige von ihnen ab und dies sind keine Mu'minun. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Das ist eine verstärkte Form. Diese Verneinung hier ist keine einfache Verneinung. Es ist eine verstärkte Form der Verneinung. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Sie wenden sich also vom Gehorsam ab, nicht aber von ihrem Lippenbekenntnis. Ihre Taten widersprechen ihren Aussagen. Allah Ta'ala sagt, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Und wir haben keinen Gesandten geschickt, ohne dass ihm mit Allahs Erlaubnis gehorcht worden wäre. Und wären sie zu dir gekommen, nachdem sie sich gegen sich selbst vergangen hatten, und hätten sie zu Allah um Verzeihung gepflegt
Und hätte der Gesandte für sie um Verzeihung gebeten, hätten sie gewiss Allah al-Vergebend barmherzig gefunden. Jetzt kommt der Teil, der uns hier betrifft. Doch nein, bei deinem Herrn. Sie sind nicht eher Gläubige. فَلَا وَرَبِّكْ لَا يُؤْمِنُونَ. Das ist auch eine bekräftigte und verstärkte Verneinung. Bis sie dich zum Richter über alles machen, was zwischen ihnen strittig ist, und dann in ihren Herzen keine Bedenken gegen deine Entscheidungen finden und sich voller Ergebung fügen. Auch in diesen Versen bedingt Allah für den Iman drei Bedingungen. Die in dem Vers benutzte Präposition hatta, fala wa rabbik, la yu'minuna hatta, sie haben kein Iman, hatta, bis, hatta heißt ungefähr bis. Diese Präposition wird nämlich für das äußerste Ende der vor ihr stehenden Sache benutzt. Vor dem Begriff hatta steht im Vers, sie sind nicht eher Gläubige. Und nach der Präposition hatta steht, bis sie dich zum Richter über alles machen und so weiter. Die ganzen drei Bedingungen. Philologisch ausgelegt lässt sich aus dem Vers entnehmen, dass der Iman abgestritten wird und diese Negierung erst dann aufgehoben wird, wenn drei Dinge erfüllt werden. Und wenn die Negierung aufgehoben wurde, dann besteht der Iman. Und diese drei Dinge sind Tahkim al-Rasul, den Gesandten sallallahu alaihi wasallam zum Richter in strittigen Angelegenheiten nehmen. Dies beinhaltet es, ihn als Richter und Urteilsgeber oder nennen wir es mal Urteilsvermittler anzuerkennen, ihn erstmal anzuerkennen. Das ist das Minimum hier. Dann Adam al-Haraj, kein Gefühl der Bedrängnis oder Zweifel in seinen Urteilen hegen. Das beinhaltet die innerliche Fügung. Das ist die innerliche Fügung. Adam al-Haraj, das ist die innerliche Fügung. Und dann haben wir noch eine äußerliche Fügung. Und das nennt sich Taslim hier im Vers. Die vollständige Hingabe und Unterwerfung ohne jegliche Einwände, Streitigkeiten oder Abweisungen. Dieser Vers wurde in einem bestimmten Zusammenhang offenbart. Und es ist äußerst wichtig, die offenbarten Texte in ihren Zusammenhängen und Anlässen, Offenbarungsanlässen zu verstehen. Die Verse werden natürlich nicht, also es gibt hier zwei Wege. Der eine, das ist der, den die Orientalisten, den Menschen predigen, einige von ihnen zumindest, dass diese Verse nur noch in einem historischen Zusammenhang verwendet wurden und heute nicht mehr anzuwenden sind. Aber es gibt noch einen zweiten Weg, und zwar, dass wir sagen, diese Verse haben eine Gültigkeit genauso wie damals, nur muss man sie dennoch in ihren Zusammenhängen und Anlässen verstehen, um sie auf ähnliche Situationen anzuwenden. Also, der Zusammenhang oder der Anlass der Offenbarung dieses Verses wurde unter anderem bei Al-Bukhari überliefert. Dort sagt Urwa, خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حتى أحفظه الأنصاري حين أحفظه الأنصاري كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة قال الزبير فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Das ist der Hadith von Abdullah ibn al-Zubayr.
Er sagt, ein Mann von den Ansar geriet mit Az-Zubayr bei dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam über die Rechte an einen Bewässerungskanal in Al-Harra in Streit. Der Mann sagte zu seinem Gegner, lass das Wasser fließen. Aber dieser weigerte sich. Da wandten sie sich mit ihrem Anliegen an den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Da sagte er zu Zubayr, O Zubayr, bewässere dein Land in angemessener Weise und lass dann deinen Nachbarn das Wasser nutzen. Das heißt, das Wasser ist erst durch die Erde von, durch das Land von Zubayr geflossen. Da ärgerte sich der Ansari und rief, du sagst das doch nur, weil er dein Vetter ist, dein Cousin ist. Da wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam zornig, sein Gesicht verfärbte sich und er rief, O Zubayr, bewässere dein Land und staue das Wasser bis zur Höhe der Wände auf. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, also hier ist nicht mit Wand gemeint, die Wände des Gartens natürlich, hier ist etwas gemeint, dass man um die Palmen gerichtet, aufgerichtet hatte, damit sich dort das Wasser anstaut oder so, irgendwie etwas in dieser Art. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ließ nun Az-Zubayr sein ganzes Recht zukommen. Also das sagt Abdullah, der Rawi, Urwa. Er sagt, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ließ nun Az-Zubayr sein ganzes Recht zu, als sein Kontrahent ihn erzürnte, wobei er zuvor etwas Großzügigeres für beide vorschlug. Zubayr sagte später, ich glaube, wegen dieser Sache erfolgte die Offenbarung des folgenden Verses, doch nein, bei deinem Herrn, sie sind nicht eher Gläubige, bis sie dich zum Richter über alles machen, was zwischen ihnen strittig ist. Na, in diesem Kontext sagt der Ibn Kathir in seinem Tafsir, er sagt, تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَحَاكَمْ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ فَلَيْسَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Der Vers beweist, dass jemand, der sich nicht bei Streitigkeiten auf das Buch und die Sunna bezieht und nicht zu ihnen zurückkehrt, kein Gläubiger an Allah noch an den jüngsten Tag ist. Wir kommen inshallah später noch einmal zurück auf die Realität des Imans, wobei hier auch erwähnt werden kann, dass in der Erklärung zu der Al-Wasitiyya detaillierter auf dieses Thema eingegangen wird.